Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch hier alle im Namen der Interventionistischen Linken zu der heutigen Veranstaltung. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, sind wir an einem Wendepunkt? Wir haben den Untertitel genannt, Rojava zwischen Erdogans Invasion und Assads Regime. Das soll auch das Thema sein. Wir wollen versuchen, eine Lagebestimmung der aktuellen Situation zu machen. Ich als Henning werde euch heute sozusagen hier durch den Abend moderieren und werde gleich unsere Gäste vorstellen. Vorher nur vielleicht ein paar kleine Vorbemerkungen. Das erste ist, dass wir heute beim 128. Tag des Hungerstreiks von Leyla Güven, einer HDP-Abgeordneten in der Türkei, sind, wo die kurdische Bewegung gerade stark kämpft für die Durchbrechung der Totalisolation von Abdullah Öcalan. Und wir finden auch hier sozusagen ein paar Bilder, ein Bild da vorne bei dieser Ausstellung, die sein Porträt zeigt, die jetzt in Deutschland auch immer stärker kriminalisiert wird auf Demonstrationen. Die Ausstellung, die ihr hier am Rande seht, ist von Marc Mühlhaus, sind Fotos von der Ausstellung Back to Rojava. Das ist eine Ausstellung, die Bilder sind ein paar Jahre alt und zeigen aber den Kampf, der immer noch weitergeht und der sich immer wandelt. Und wir haben als Interventionistische Linke seit 5 Jahren hier immer wieder Veranstaltungen zur Lage gemacht und haben immer versucht, die Situation zu analysieren und zu gucken, was bedeutet das für uns als radikale Linke, wie können wir das Projekt, was dort entsteht in Rojava, was versucht, einen basisdemokratischen Aufbau inmitten einer Kriegslandschaft von Syrien zu betreiben, unterstützen. Wie können wir in den Kontakt, in Diskussionen mit kurdischen Freundinnen und Genossinnen treten und eine Diskussion kritisch, selbstkritisch gemeinsam führen über die Frage, was kann uns Rojava heute sagen, was kann uns das Projekt, was in der gesamten kurdischen Bewegung diskutiert wird, weiterhelfen, vielleicht auch bei der Entwicklung unserer eigenen gesellschaftlichen Entwürfe. Und wir freuen uns, dass ihr alle den Weg gefunden habt durch den Monsun und dass ihr hier gekommen seid in diesen schönen Festsaal Kreuzberg, der in Treptow ist, und danken auch dem Haus nochmal für seine tolle Unterstützung und Gastfreundschaft. Und ich würde erstmal sozusagen Khadija Barakat vorstellen, ist Aktivistin in der kurdischen Bewegung aus dem Ruhrgebiet, ursprünglich gebürtig in Rojava, und ist seit langem hier in der kurdischen Bewegung aktiv und wird heute mit uns gemeinsam diskutieren und uns auch eine Perspektive, eine aktivistische Perspektive bieten. Wir werden darauf gleich zu sprechen kommen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist und trotz der leichten, der Leuten Weges gekommen bist, hoffentlich, dass wir mit ihnen schönen Tag haben, schön diskutieren können. Schön, dass du da bist. Ismail Köpeli ist wahrscheinlich einigen von euch bekannter Name als Autor und ein Vielschreiber in verschiedensten Zeitschriften und Zeitungen in der Linken. Mittlerweile auch gefragter Experte im Fernsehen ständig und hat jetzt jüngst ein Buch vorgelegt, was ihr da vorne auch, jedenfalls ein paar von euch, die schnell zugreifen, für irgendwie 8 Euro oder so. 7,80 Euro, ihr kriegt kein Wechselgeld, vergesst es, kaufen könnt. Und das ist jetzt gerade jüngst erschienen und das ist, heißt Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei, und versammelt eine Vielzahl von Aufsätzen, die sich mit der aktuellen Lage und Situation und Entwicklung in der Türkei und in Rojava auseinandersetzen und dazwischen auch immer wieder Wechselverhältnisse aufdecken, weil das die Aggression der Türkei gegen Rojava lässt sich eben nur verstehen aus einer Analyse der türkischen Machtverhältnisse in sich. So, dazu werden wir auch nachher mit dir ins Gespräch kommen. So, vielleicht jetzt fangen wir an mit der Frage, du bist
Aktivistin in der kurdischen Bewegung. Willst du das vielleicht nochmal sagen, was machst du da genau und was, wo bist du da organisiert? Erstmal danke, dass ich heute hier sein durfte. Also ich bin in der Frauenverband hier in Deutschland aktiv. Und diese Frauendachverband, den gibt es in Lodschauer seit 2016. Oder besser gesagt, das ist erst aus, seit 2005 hat sich das gegründet. Aber das war dafür da, dass man die Frauen ihre Rechte, ihre Selbstvertrauen wieder zurückgibt. Und das hat sich 2005 gegründet, aber die ganze Arbeiten und Aktivitäten von den Frauen war erstmal heimlich, wegen das syrische Regime. Und in 2016, nachdem die Revolution in Rojava angefangen hat, ist das veröffentlicht worden. Erstmal waren das nur kurdische Frauen in dem Verband. Und ab 2016 haben dann kurdische, arabische Frauen sind dann Mitglieder geworden und haben auch ihre Stellung da eingenommen. Und es spielt auch wegen der Religion keine Rolle. Es gab Araber, Kurden, Assyrer, Türkmenen. Also ist von verschiedenen Nationalitäten, die in Syrien sind, dann gegründet worden. Und die Frauen haben sich dann. Die Frauen haben sich dann selbst organisiert. Und die Arbeit machen wir auch jetzt hier in Deutschland weiter. Und also wir haben jetzt vor einem Jahr haben wir erlebt, wie Erdogan zusammen mit verschiedenen dschihadistischen Milizen Afrin überfallen hat und in einem sehr verlustreichen Kampf auch dann letztlich erobert hat. Kannst du vielleicht beschreiben, wie die Lage in diesem Kanton Afrin gerade aussieht, gerade für die Menschen, die da vielleicht noch im Grenzgebiet leben, aber auch, wie ist die Situation in Afrin gerade? Also ich denke, wie einige von euch hier auch wissen, dass das letztes Jahr 2018 im Januar begonnen hat mit der Besatzung von Afrin. Und der Widerstand ging 58 Tage lang. Und nach den 58 Tagen hat man gesehen, dass da mehrere Zivilisten darunter leiden werden. Da hat man dann gesagt, okay, wir ziehen uns zurück. Aber der Kampf geht in Afrin weiter. Und es sind auch viele, die halt an den Camps von Shahbaz sind. Vor allem, wenn ich hier von Frauenbewegungen rede, sind viele Frauen und Kinder und ältere Menschen, die auch sehr darunter leiden. Ich glaube, jetzt am 18. ist es auch so weit, dass die Besatzung schon ein Jahr ist. Wie das weitergeht als eine Person aus Rojava, da kann ich nur sagen, ohne Afrin haben wir auch kein freies Rojava. Und der Kampf wird weitergehen. In welchem Sinne, wie, das kann ich jetzt nicht sagen. Und vielleicht kannst du noch beschreiben, was gerade da passiert. Also was man so hört hier, ist ja, dass quasi Erdogan da versucht, so eine Art Paria-Staat zu machen, wo türkisch eine der türkisch und arabisch die Amtssprachen sind, in einem Gebiet, was historisch überwiegend von Kurdinnen und Kurden bewohnt wurde. Kannst du da vielleicht mal ein paar Sachen beschreiben, was passiert da gerade in Afrin unter türkischer Besatzung? Was machen die da gerade mit Afrin? Also die haben erstmal das kurdische Volk aus Afrin verjagt, auf die Fluchtwege gesetzt. Und er versucht jetzt,
mit den arabischen Miliz, mit den Dschihadisten, die er an seinen Seiten hat. Seine Politik in Afrin einzupflanzen, indem er auch Schulen, also direkt nach der Besatzung, eine Woche später hat man gesehen Bilder von Kindern, die mit den türkischen Flaggen an die Schulen sind. Er versucht die türkischen Wurzeln in Afrin nochmal einzusetzen. Das ist, was er momentan erreichen will. Also man hört ja immer wieder davon, dass da auch gezielt Flüchtlinge aus Syrien angesiedelt werden, um auch die Bevölkerungsstruktur in Afrin zu verändern, also quasi eine andere Bevölkerungszusammensetzung zu machen. Und bei der Gelegenheit, auch wenn der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, das sei ein Angriffskrieg gewesen der Türkei gegenüber Syrien bzw. Afrin, die Bundesregierung sagt das nicht. Kannst du kurz sagen, was würdest du dir wünschen, was erwartest du von zumindest einer kritischen Öffentlichkeit jetzt angesichts fast einem Jahr Besatzung? Was wünschst du dir, was wünscht ihr euch, wo der Fokus drauf gelegt werden sollte? Also in der Zeit, wo Krieg in Kobani, in Raqqa war, da war ja Afrin eine Stadt, wo es wirklich auch Flüchtlinge aufgenommen hat. Die haben auch Flüchtlinge aus Aleppo aufgenommen. Aber jetzt mittlerweile versucht der Erdogan, die Familien von seinen ganzen Miliz und Dschihadisten, die in der Türkei waren und die auch noch in Syrien sind, dort in Afrin unterzubringen. Und wie jeder weiß, der Kampf oder die Besatzung von Afrin sehe ich selber persönlich als eine Person, der aus Rojava kommt. Das ist nicht eine Besatzung von Türkei. Weil ich kann den Krieg in Syrien als einen drittes Weltkrieg bezeichnen. Weil Türkei ist ein zweites NATO-Staat. Und am Anfang an, da kann ich wirklich sagen, viele Leute oder viele Politiker haben die Augen zugedrückt. Man hat das nicht gesehen, bis die wirklich dann gesehen haben, dass überhaupt der Krieg in Syrien sich erweitern wird, dass die IS nicht nur da ist, um gegen die Kurden zu kämpfen. Dann haben die Augen aufgemacht und sich ein bisschen in Bewegung gesetzt, wo die gesehen haben, was hier in Berlin passiert ist, was in London passiert ist, was in Brüssel passiert ist, was in Frankreich passiert ist, die ganzen Anschläge. Was wir uns wünschen, wir wünschen uns nur, wie jeder Mensch, der sich wünscht, im Frieden und Freiheit mit seiner Muttersprache, mit seiner Kultur in einem freies, demokratisches Land zu leben. Das kurdische Volk und die ganzen Verteidigungskräfte sind auch dafür bereit, dem zu begegnen. Mehr kann ich nicht sagen, weil wenn einer mich angreift, greife ich zurück und verteidige mich. Die Kurden haben ja die IS auf einer Seite, die haben die Türkei auf der anderen Seite. Es wird ja auch darüber diskutiert, es wird bedroht erstmal, wir werden angreifen, das sind Forderungen da. Und die IS ist ja auch von Türkei gemacht worden, von Katar, von Saudi-Arabien. Das sind die Städte, die die IS überhaupt dargestellt haben und nach Syrien geführt haben. Das sind ja auch die Milizen von dem türkischen Staat. Und IS, wenn wir sagen, Türkei greift Syrien an, aber die IS ist überall auf der Welt verteilt. Und genauso wie die IS hier an der Seite bekämpft wird, da ist auch an der türkischen Grenze, an der türkischen Seite, da sind auch unsere Kämpfer
bereit für den Kampf und sagen, wir werden nicht aufgeben, wir werden weiter kämpfen. Ob das jetzt Türkei ist oder jemand anderer ist. Das für uns und für viele Leute, glaube ich, Faszinierende dabei war bei dem, oder ist bei dem Projekt Rojava, dass ja nicht nur quasi ein Kampf geführt wird, der militärisch geführt wird, sondern immer auch ein politischer Kampf, um die Veränderung der Gesellschaft zu erreichen. Und da gibt es ja sozusagen die Idee des demokratischen Konföderalismus. Kannst du vielleicht kurz skizzieren, wie entwickelt sich gerade die Rätestrukturen und so weiter in Rojava angesichts dieser Drohung? Könnt ihr da weitermachen mit der Entwicklung der Rätestrukturen und auch von Kooperativen und so weiter? Oder ist das gerade gebremst durch diese Angriffsdrohung? Das ist ja das Punkt. Die wollen ja diese Struktur nichtig machen. Und das wollen wir nicht. Weil ich bin als Kind, vielleicht gehe ich jetzt in andere Sachen rein, die gar nicht zu meiner Frage gehören. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen, das haben wir auch eben in unserem Gespräch genannt. Damals war die Unterdrückung von dem syrischen Regime nicht so offen wie heute. Wir sind 1988 aus politischen Gründen und aus lebensbedrohlichen Gründen nach Deutschland geflüchtet, als Familie. Es war damals alles versteckt. Und das kurdische Volk hat so vieles durchgemacht über Jahrhunderte, wo die sagen, jetzt stopp, das geht nicht mehr. Die haben ihre Selbstverteidigung, die haben sich die Selbstverwaltung, die haben demokratische Strukturen. Und bei solchen diktatorischen Staaten, die können sowas nicht ansehen. Weil die Modelle in Rojava sind mittlerweile weltweit veröffentlicht worden und in mehreren Ländern haben wir auch gehört, dass das Modelle sind, die man auch als Beispiel nehmen möchte. Davon kann ich zum Beispiel die Frauenrechte, was für Rechte die Frauen dort haben, was für Stellungen die Frauen dort haben. Allein die Gleichberechtigung von Frau und Mann, kann ich als Frau sagen, reicht mir ja erstmal in einem Punkt. Wir wollen ein demokratisches Syrien haben. Wir wollen genau wie jeder Mensch frei und in ein demokratisches und nicht diktatorisches Staat leben. Was wir alles durchgemacht haben. Wir können gar nichts mehr als Hauptbedrohung sehen. Wir sind für jede Sache, die auf uns zukommt, bereit. Weil das ist mittlerweile so weit gekommen, entweder oder. Und wie weit die Machthaber da jeweils zu gehen bereit sind, ist ja also bekannt auch sozusagen bei den Chemiewaffeneinsätzen in Halabscha, das hast du vorhin ja gesagt, das ist jetzt bald 30 Jahre her, gut, das kannst ja was zu den Lieferanten sagen, aber auch das alte syrische Regime hat ja Kriegswaffen und Chemiewaffen auch gegen die syrisch-kurdische Bevölkerung eingesetzt vor vielen Jahrzehnten. Also auch die Vernichtungsdrohung ist immer da. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen zu dieser Sache in Halabscha, hattest du im Vorgespräch gesagt. Ja, das war 1988. Das war am 18. März auch, ne? 18. März war das. Da ist das Gebiet Halabscha mit dem Giftgas angegriffen worden, wo über tausende Tote kamen und wo bis heute noch Leute gibt, die noch die Wirkungen, die Kinder die Wirkungen mittragen. Von dem Giftgas. Und das haben wir auch natürlich hier den deutschen Staat zu danken, weil das ist auch, die Lieferung war auch hier aus Deutschland. Behandelt Gefangenen so oder so?
Die dürfen auf jeden Fall nicht so behandelt werden, wie die uns behandeln, unser Kämpfer behandeln. Die haben die Gefangenen zu nehmen und die menschlich zu behandeln, weil das wird auch alles gefilmt, alles in die Öffentlichkeit gebracht und die werden in die Lager gebracht. Weil ich war selber 2015, 16 dort in Rojava und das Leben, was die IS-Gefangenen da dort leben, ist Luxus. Die werden recht menschlich behandelt, weil wir reden hier von Menschenrechten und von Demokratie. Und wenn ich ein Vorbild sein möchte, dann kann ich schlecht auch andere Sachen ausüben. Wir erleben da ja gerade eine Situation, die du ansprichst, die ja eigentlich herausfordert, wie kann eigentlich eine Gesellschaft damit umgehen, nach so vielen Jahren Krieg und gegenseitigen Abschlachten. Vielleicht wenn du nochmal zum Abschluss des ersten Blocks skizzierst, wie stellt sich denn die kurdische Bewegung das Zusammenleben dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Rojava vor? Wie ist das? Wie sieht sozusagen die Partizipation, die Beteiligung von Leuten aus, die eben auch aus anderen Volksgruppen außer der kurdischen Mehrheitsbevölkerung in Rojava, wie werden die beteiligt an der Macht in diesem demokratischen Föderation Nordsyrien? Die sind gleichberechtigt beteiligt und die haben auch in Rojava, wir sagen ja hier Demokratie, die sind auch gleichberechtigt, die haben auch ihre Selbstverwaltung dort und in der Selbstverwaltung sind auch mit Araber, Assyrer, ist alles mit drin und die machen alle, die arbeiten zusammen und die verwalten auch die Städte, zum Beispiel wenn wir sagen jetzt Raqqa, das wird auch zwar unter kurdische Verwaltung oder unter der Kontrolle von Kurden wird aber von denen selber verwaltet und die kriegen Seminare, die werden gebildet, weil man muss auch im Hinterkopf haben, in viele syrische Städte waren die Leute auch so unterdrückt, die haben die Augen zu gehabt, die wussten nicht, wo es lang geht in der Zeit, wo das syrische Regime da geherrscht hat und dann kam die IS und dann ist die Situation noch schlimmer geworden. Das wird zwar unter der Kontrolle von Kurden, aber es wird von den Leuten selber verwaltet. Sie sitzen im Reda, die entscheiden alles. Im Gericht sind das ihre Leute. Das sind nicht nur Kurden, die da die Entscheidungen treffen. Also so Gebiete wie Raqqa, wie Deir ez-Zor, weil wir haben, wann war das im Dezember, glaube ich, haben wir eine Dame auch aus Deir ez-Zor gehabt. Die werden gebildet, die Konzepte werden vorgestellt. Und das waren wirklich integrierte Leute, das waren Studenten, die halt durch diesen IS-Angriff dann alles aufgegeben haben und nur in ihre Häuser geblieben sind und geflüchtet sind. Und nach der Befreiung von Raqqa, sagte sie persönlich auch, und in unserer Frauenbewegung geht das auch weiter jetzt, mit der Weiterbildung, Konzeptvorstellungen, die werden über Monate lang gebildet und bis die auch sagen, okay, das erkennen wir so, natürlich freiwillig, ohne Druck, und die machen ihre Verwaltung dann selber und bilden dann auch ihre Leute weiter. Das ist, wie ich vorher gesagt habe, unter Kontrolle von der kurdischen Verwaltung, aber es sind wirklich auch viele Leute darunter, die das früher auch in den Regimezeiten von Assad das nicht so akzeptiert haben,
aber hat sich nicht getraut haben zu reden. Aber heute reden wir ja von Menschenrechten, von Demokratie und es wird dann auch alles veröffentlicht und durch Weiterbildung und Fortbildung nehmen die auch ihre eigene Verwaltung dort. Dazu kann ich sagen, das kann ja auch nicht von heute auf morgen alles gehen, nach dem, was alles die Bevölkerung durchgemacht hat. Es sind verschiedene Ethnien, es sind verschiedene Religionen. Wenn man jetzt von Raqqa redet, in Raqqa sind Kurden, Araber, Christen. Ich kann von weniger Jesiden da sprechen. Es kann sein, dass da auch Jesiden, die aus Afrin oder aus der Umgebung von Kobani nach Raqqa gezogen sind. Aber die Menschen haben nach dieser Unterdrückung, was die von der IS-Miliz dort durchgemacht haben, ganz schnell zusammengefunden. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war selber in Rojava und habe selber gesehen, habe ich auch selber gewundert. Ich hätte das auch nicht geglaubt. Es waren Sachen, darüber ist diskutiert worden, da habe ich Fragen gestellt, was überhaupt, ich komme wieder auf einen anderen Punkt, was Ehrensachen betrifft, was Frauen betrifft, da habe ich Fragen gestellt, die haben mir Antworten gegeben. Ich so, diese Demokratie haben wir in Deutschland nicht und so weit sind wir in Deutschland liebende Kurden mit unseren Köpfen noch nicht. Es war bewundert, man sagt, so schnell ist aber wahr, ob wir das glauben oder nicht, weil die Leute haben so viel durchgemacht. Die haben die ganze, erstmal die Unterdrückung von Regime, was, wie soll ich das deuten? Erstmal die Unterdrückung von Regime, was wirklich zugedeckt war und nicht öffentlich war. Und dann kam Krieg, ein Krieg in dem Gebiet, das war als ein Kalifatsstaat, so wie Raqqa und Deir ez-Zor. Und sind plötzlich von kurdischen Freiheitskämpfern befreit worden. Und dann sehen die noch als zweiter Punkt, die werden als Frauen, als Mütter von Frauen befreit. Von Frauen befreit. Und da kommen dann die Themen von der Selbstverwaltung, von der Selbstorganisierung, was die nie gemacht haben. Was die so auch nicht kennen. Die haben immer was gesagt bekommen. Die dürften nie was sagen. Das war leider so. Die dürften nie was sagen, aber die haben auch heutzutage ihre freie Meinung und die würden dazu ausgebildet. Das sage ich jetzt zum dritten, vierten Mal. Ist unter Kontrolle, aber die Verwaltung geht von denen selber aus. Also dazu kann ich nur sagen, die Bildung geht weiter in Rojava. Es sind auch mehrere Schulen und sind mittlerweile auch, was es früher nicht gab, Kindergärten, die man so Kinderland nennt. Die haben auch in Kobani eine Universität eröffnet. Und es ist, was Gesundheit betrifft, Da ist ja bei der Wiederaufbau von Kobani ein Gesundheitszentrum aufgebaut worden. Ist auch ein Krankenhaus. Und in verschiedenen Kantonen ist das auch, was Gesundheit betrifft, haben die ihre Mediziner und Krankenhäuser, aber halt mit bestimmten Medizinen ist es knapp dort. Und ist auch schwierig, was über die Grenze zu bringen. Ansonsten, was Bildung betrifft, ist im ersten Grad das momentan. Und das ist auch wichtiger für die Bevölkerung und für die nachkommende Generation. Also ist das wichtigste Punkt jetzt, die Bildung. Weil die kommen wirklich von einem System zu den anderen. Weil die Bildung hat sich auch jetzt geändert, ist ja nicht mehr, früher war das
komplett in der arabischen Sprache. Jetzt haben wir kurdische Sprache, arabische Sprache, die haben auch Englisch und Französisch als Fremdsprachen. Es gibt Muttersprachen wie die Assyrier, die haben dann auch ihre Sprachen in der Schule, die haben auch eigene Bildungszentrum. Ist ja nicht mehr wie früher, dass die nur arabische Sprache lernen, auch jetzt. Wie weit hängt diese Drohung der Türkei mit außenpolitischen und wie weit mit innenpolitischen Erwägungen zusammen? Muss man vielleicht so drei Schritte zurückgehen und sich nochmal klar machen, dass eigentlich seit 2015 etwa in der Türkei die Lage so ist, dass die AKP-Regierung unter Erdogan wieder massiv auf Krieg und auf den türkischen Nationalismus setzt, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren und andere Kräfte auf die eigene Seite zu ziehen. Also wir haben inzwischen quasi eine Art Regierungsblock, wenn man so will, von AKP und der MHP, also das sind in Deutschland bekannt unter dem Namen Graue Wölfe. Und dieser Block basiert ganz, ganz zentral auf dieser Idee der einheitlichen türkischen Nation. Und dafür braucht es zwei Punkte. Dafür braucht es auch die Kurden als Feind. Das heißt, diese ganze Eskalation in der Türkei, der Krieg in den kurdischen Gebieten der Türkei, die Angriffe auf Rojava sind natürlich auch Teil dieser nationalistischen Mobilisierung in der Türkei. Das heißt, wenn das so, solange das so bleibt, solange diese Kombination, dieser Regierungsblock so besteht, werden auch die Angriffe gegen Rojava fortgesetzt werden, in der einen oder anderen Form. Das heißt, das wird weitergeführt werden. Insofern ist es auch immer auch Innenpolitik, das heißt vor jeder Wahl, wie jetzt demnächst steht die Kommunalwahl an, vor jeder Wahl wird dann wieder die Rhetorik aufgefahren und es werden auch oft die Angriffe aufgefahren auf verschiedene kurdische Akteure, sei es in der Türkei, sei es in Nordirak, sei es in Nordlibyen. Das heißt, das ist schon Teil dessen. Es ist immer Außenpolitik, aber auch ganz, ganz viel Innenpolitik für die AKP-Regierung, um die Nationalisten hinter sich zu sammeln. Jetzt gab es vor einer Weile viel Diskussion um das sogenannte Adana-Abkommen. Das knüpft an einen Vertrag, der 1998 zwischen Syrien und der Türkei geschlossen wurde, unter einer Kriegsdrohung der Türkei auch damals schon, weil die PKK damals ihr quasi Hauptquartier und auch auf dem Öcalan in Syrien war sie sozusagen die Syrien verpflichtet hatten, die PKK dort zu vertreiben. Ein Jahr später wurde Öcalan dann ja entführt, verhaftet, oder nicht mal verhaftet, sondern entführt. Sie versuchen an dieses Abkommen anzuknüpfen. Kannst du das mal einschätzen? In der Situation, als wir die Veranstaltung geplant hatten, schien das so, als ob es das der Weg ist. Kannst du das gerade einschätzen, ob sich das verändert hat und was vielleicht... was sozusagen für beide Akteure da sozusagen der Plan hinter ist. Also vielleicht muss man erstmal betonen, warum man sich auf einen Vertrag von 1998 bezieht, also was das dann sein soll. Die Idee der türkischen Regierung war, dass man das parallel setzt und sagt, damals die PKK aus Syrien zu betreiben und heute wollen wir YPG, ebenfalls aus Syrien vertreiben lassen, durch das Regime, und das ist quasi eine Parallele. Das war tatsächlich vor sechs Wochen etwa in den türkischen Medien sehr präsent, das wurde immer wieder zitiert, also als beispielhaft. Danach sind sie wieder eingeholt worden, also heute in den türkischen Medien liest man nicht mehr über dieses andere Abkommen, man liest auch ganz viele andere Dinge nicht mehr, weil es sich auch gesagt hat, dass das Regime sich nicht darauf einlässt. Und anders als 1998 hat die Türkei nicht diesen Druckmittel in der Hand. Also damals war diese türkische Drohung in Syrien einzumarschieren so real und so gefährlich für das Regime, dass dass die sozusagen nachgegeben hat. Also es ist quasi auch ein Abkommen, der damals stattgefunden hat, unter türkischem Druck, unter massivem türkischen Druck. Jetzt mit Russland an Seiten des Regimes und auch mit einer Türkei, die sehr große Schwierigkeiten hat, in der Region überhaupt etwas zu tun, gibt es den Druck, leistet die Türkei nicht mehr. Also die Türkei kann nicht mehr so stark drohen, etwas gegen das Regime, die Gesamtunternehmen, so dass das Regime Angst hat und sich darauf einlässt. Das wird nicht passieren, also danach sieht das nicht aus. Auch andere Karten, die auf die Türkei gesetzt hat, sind in sich zusammengefallen. Es gab die Äußerung von Trump, dass die US-Truppen sich aus Nordsyrien zurückziehen. Auch das hat nicht stattgefunden. Das heißt, viele Ideen oder viele Pläne in der Türkei sind wieder ins Wasser gefallen
Und der Bezug auf den Abkommen von Adana von 98 ist eine von diesen zahlreichen Ideen gewesen, was man dort unternehmen kann. Es gibt ja ein Gebiet, also Afrin und auch Idlib sind sozusagen zwei Gebiete, die unter der Kontrolle der türkischen Regierung sind, mehr oder weniger. In Idlib ist ja die Situation gerade so, dass diese islamistische Miliz HTS auf dem Vormarsch ist und sozusagen es wird darüber spekuliert, dass die Milizen sozusagen dort auch abgezogen werden, die türkeinahen Milizen. Wie ist deine Einschätzung zu der Lage in Idlib? Ist das sozusagen eine Ouvertüre dafür, dass die Türkei dort auch rausgeht und von Russland verdrängt wird? Oder wie schätzt du die Situation gerade ein? Oder ist das ein Punkt, an dem es weiter eskalieren könnte? Also bevor wir vielleicht über Idlib und die Situation reden, muss man vielleicht mal kurz sagen, was diese Abkürzung, die du in den Raum geworfen hast, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja im Prinzip eine Nachorganisation der Al-Qaida in Syrien, also nicht der IS, sondern der anderen dschihadistischen Gruppe, die sich jetzt neu formiert hat und dem Label sich gegeben hat. Das heißt, eigentlich was so passiert ist, dass Al-Qaida sich in Idlib wieder reorganisiert und wieder stark wird. Was im Hintergrund sozusagen die Deals sind, es gibt die Vermutung, Spekulation, aber wir sitzen ja eigentlich an den Verhandlungstischen, deswegen Platz in der Spekulation, dass es einen Deal gab zwischen Russland und der Türkei, zu sagen, die Türkei, die eigentlich Idlib kontrollieren soll, lässt es zu, dass dort die Dschihadisten einmarschieren, überall sich aufteilen, damit dann Russland dann sagen kann, das ist ja gegen das Abkommen gewesen, dass die Türkei mit Russland geschlossen wird. Und wir marschieren jetzt da rein. Also dass man so ein Idlib zerschlagen lässt und die Türkei sich darauf einlässt, weil dann wiederum Russland für eine türkische Offensive auf Rojava grünes Licht gibt, wie damals in Afrin. Ob das so ist oder ob die türkische Idee, Idlib zu kontrollieren, von vornherein zum Scheitern verurteilt war, ob es einfach nur schlechte Verwaltung war, das weiß man nicht. Also es gibt beide Optionen. Es ist auch durchaus möglich, dass die Türkei tatsächlich Idlib kontrollieren wollte und es einfach schlichtweg nicht geschafft hat. Aber die Option Nummer 2 oder denkbare Option Nummer 2 wäre, ist, dass ein Deal gab zwischen Russland und der Türkei und dass sozusagen, was Russland Idlib bekommt, und im Gegenzug Russland bei der türkischen Invasion in Nordsyrien sich dann quasi raushält. Ob das so ist, ist nicht absehbar. Es gab auch Gespräche zwischen Russland und der Türkei, die aber alle zu nichts geführt haben. Also bisher hat sich eigentlich, also das läuft schon seit vielen Wochen, diese Debatte um eine türkische Offensive in Nordsyrien, und bisher ist es nicht dazu gekommen. Alle Großmächte haben sich am Ende dann doch gegen eine türkische Invasion faktisch entschieden. Also auch die USA mit dem Nicht-Truppenabzug, aber auch Russland, dass sie sich so nicht darauf eingelassen haben. Das zeigt eigentlich, dass die Türkei zumindest für eine große Offensive kein grünes Licht bekommt. Du sagst ja den Nichtabzug der Truppen, der amerikanischen Truppen. Also ich glaube, das haben viele noch klingelnd in den Ohren, wie Trump diesen Abzug verkündet hat. Und Brad McGurk, den Sonderbeauftragten, sozusagen, der ist zurückgetreten. Ja. Der Verteidigungsminister Mr. Mattis ist zurückgetreten. Sozusagen. Und du sagst, es gibt aber nicht diesen Rückzug. Gleichzeitig wurde ja schon aber verkündet, dass sozusagen der Rückzug begonnen sei. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer fassen? Also wie schätzt du das an? Es gab diese Ankündigung von Trump, dass bis auf 400 US-Soldaten alle Soldaten abgezogen werden sollten, also von über 1000 auf nur noch 400, aber kein gänzlicher Abzug. Obwohl er es gesagt hat, war das in den konkreten Plänen nie so vorgesehen. Und jetzt inzwischen ist es auch so, dass er sagt, kein Abzug. Es gab tatsächlich viele interne Konflikte innerhalb der US-Administration, auch gerade mit den Militärs, die keineswegs dafür waren, dass die USA sich rauszieht. Nicht nur, weil der Anti-IS-Kampf überhaupt nicht vorbei ist. Also das ist so eine Gründe, also die überhaupt die Kooperation oder Zusammenarbeit, wie man es nennen will, zwischen der USA und den syrisch-kurdischen Kräften, basiert ja auf dieser Anti-IS-Kampf, das ist sozusagen die zentrale Säule. Der ist nicht vorbei, also auch wenn der IS jetzt in Bagus völlig zerschlagen wird, die Zellen sind überall verteilt, die Kämpfer sind nach wie vor da, das heißt, der Anti-IS-Kampf wird fortgesetzt werden müssen, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn tatsächlich die USA sich da auch jetzt hochziehen würden aus Syrien, dann haben sie da auch keine Einflussmöglichkeiten mehr.
Weil all die anderen Kräfte, auf die sie über die Jahre gesetzt haben, sind verschwunden. Sie existieren nicht mehr. Und die einzigen Partner, die einzigen, mit denen sie sprechen können überhaupt, das sind die syrisch-kurdischen Kräfte. Und ein gänzlicher Abschluss wäre so rein aus machtpolitischer, geopolitischer Überlegung einfach unsinnig. Insofern hat sie, glaube ich, am Ende doch quasi die machtorientierte, vernünftige Linie in der US-Politik durchgesetzt und die USA bleiben auf absehbarer Zeit da. Trump ist natürlich ein. Also Trump ist Trump, man weiß nicht, was er das eben morgen irgendwie verkündet. Aber es gibt immer noch andere Diskussionen, andere Kräfte innerhalb der US-Politik, die dafür sorgen, dass das etwas vorhersehbar bleibt. Und dass wir, dass man sich jetzt nicht von jedem Tweet von Trump vielleicht verrückt machen lassen sollte. Aber es gab zwischendurch diese Ankündigung, aber sie wird auf absehbarer Zeit nicht eintreffen. Also auch dort sozusagen, auch in der türkischen Gesellschaft gibt es sozusagen Konflikte im Machtblock, auch hier in der US-amerikanischen, wo die alten Falken, quasi das Establishment, das Außenpolitische, sagt sich, da haben wir so viel Land erobert, ist doch super, da bleiben wir. Währenddessen Trump ja quasi so eine Art Dealmaker mit Erdogan sprechen war gegen den Einkauf der Patriot-Abwehrraketen, so quasi so ein Deal scheinbar offensichtlich gemacht hat, den er gleich verkaufen wollte. Die Drohung war trotzdem natürlich krass und hat in der kurdischen Bewegung ja viel ausgelöst. So. Und viele haben sozusagen, also die ja immer laufenden diplomatischen Stränge zwischen der kurdischen Bewegung und der, den Truppen und dem Assad-Regime sozusagen gemacht. Jetzt gab es von uns in der Diskussion zur Veranstaltung immer so die Sorge, wird es dort quasi, weil Assad will natürlich nach dem weitestgehenden Sieg im Bürgerkrieg über die sozusagen syrische Opposition wieder Staatlichkeit herstellen und wieder Macht und Herrschaft erlangen, auch über das Gebiet in Rojava, was sich ja weitestgehend seinem Zugriff sozusagen auch entzogen hat. Jetzt nicht so konfrontativ, aber de facto. Wie schätzt die Situation gerade zwischen dem syrischen Regime und der sozusagen dem wird es da ein Abkommen geben? Gibt es was, wie schätzt du gerade die aktuellen Diskussionen ein? Vielleicht gehen wir noch auf diese Karte, die wir ganz hinter uns sehen, oder wie ihr eigentlich auch seht, nochmal kurz ein. Also vor 3-4 Jahren sah die Karte noch völlig anders aus. Die Karte ändert sich auch laufend, deswegen bin ich auch nicht ganz sicher, ob das die ganz aktuelle Lage ist. Aber grob ist das schon diese Aufteilung. Und diese Aufteilung unterscheidet sich insofern vor der Lage vor 3-4 Jahren, weil es damals dieser ganz grobe Dreiteilung des Landes gab. Es gab das Assad-Regime, das deutlich kleiner war als jetzt aktuell. Es gab die sogenannte syrisch-arabische Opposition, wo man eigentlich ganz viele verschiedene Kräfte von Dschihadisten bis zu anderen Einheiten zusammengefasst hat, oft in der Farbe grün. Und dann gab es Rojava, Rojava auch da damals etwas kleiner. Das heißt, es gab einen deutlich größeren syrisch-arabisch-islamistischen Block, der aber heute keine Rolle mehr spielt. Der Rest ist bei Idlib, das seht ihr da, also von mir aus gesehen, links oben, diesen Bereich. Und das ist eigentlich, steht eigentlich quasi unter türkischem Schutz. Und das ist der Rest davon, was von dieser ganzen syrisch-arabisch-sunnitisch-islamistischen Opposition übrig geblieben ist. Und de facto haben wir jetzt nicht mehr eine Dreiteilung, sondern eine Zweiteilung des Landes. Es gibt das Fatrischen, das siegreich war in diesem Bürgerkrieg. Und es gibt Rojava, oder so inzwischen Nordsyrien. Und es läuft darauf hinaus, es wird irgendeine Art von Abkommen geben müssen zwischen Damaskus, zwischen dem Assad-Regime und Nordsyrien. Und es hängt davon ab, wie die Kräfteverhältnisse sind. Wie viel Zugeständnisse Nordsyrien für eine Eigenständigkeit, für eine Teileigenständigkeit, für eine Autonomie, für eine Selbstverwaltung erringen kann und wie viel Kraft das Regime hat, um sozusagen ihre Vorstellung loszulassen. Weil das Assad-Regime ist nach wie vor, wie auch die anderen Nationalstaaten in der Region, auf der Linie ein Zentralstaat, eine Macht, die das Ganze kontrolliert und kein Pluralismus, keine Demokratie. Das ist im Fall von Assad nicht anders. Also Assad ist kein Demokrat. Und das, was er für Syrien vorhat, ist ebenfalls dafür herzustellen. Also Syrien, wie es zuvor vor dem Bürgerkrieg war. Ein Syrien unter seiner Kontrolle und keine Eigenständigkeit von irgendwelchen Gruppen. Das ist sein Plan. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann er davon heute erreichen und wie kann man dafür sorgen, wenn es ein Abkommen gibt, dass er nicht Schritt für Schritt über Jahre und über Jahrzehnte
all das wieder sich doch noch einholt. Also sozusagen Schritt für Schritt das, was ihr erstmal zugesteht, dann doch wieder den Menschen in Nordsyrien wegnimmt. Weil es kann nicht auch sein, dass ein Abkommen geschlossen wird, in der eine relative Selbstständigkeit, zumindest eine de facto Selbstständigkeit von Nordsyrien erstmal zugestanden wird. Aber es gibt also Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass es auch so bleibt, sind nicht vorstellbar. Weil es gibt, das hast du sehr im Brief geschrieben, es gibt keine Kräfte in der Region oder in der Welt, die dafür sorgen, dass Rojava überleben kann. Die Kraft von Rojava kommt von Rojava selbst. Und ob das dann, das ist eher meine Skepsis, ob das aus seinem Reich und ob das auch dann reicht, wenn das Regime stärker und stärker wird und dann doch auch in Nordsyrien sind die letzten Überbleibsel dessen, was uns heute so sympathisch kommt, dann doch wieder zu schleifen. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es aktuell ein Abkommen beschlossen wird, bei der relativ viel sich davon erhalten kann, von Pluralismus, von Selbstverwaltung. Aber ich habe die Befürchtung und die Einschätzung, dass es dann doch nach und nach wieder den Menschen weggenommen wird. Weil die Vorstellung von Assad, aber in der Vorstellung von Assad gibt es ein Syrien unter seiner Kontrolle und keine Rojava und keine Eigenständigkeit. Siehst du denn eine Gefahr davon, dass es sozusagen das Erdogan, das Assad, ja, ich komme mal durcheinander, dass Assad einen Angriff, einen militärischen Angriff auf Rojava unternimmt oder glaubst du, dazu ist er aktuell zu geschwächt? Ich glaube, das wird es nicht kommen. Ich glaube auch, dass auch die Verwaltung in Nordsyrien, also in Rojava, es auch nicht auf eine direkte militärische Konfrontation mit dem Regime ankommen lässt, weil eigentlich auch klar ist, wenn es dazu kommt, wird es keine Unterstützung geben. Also wenn das Regime zusammen mit russischer Unterstützung Rojava eingreifen würde, was ich nicht für wahrscheinlich halte, dann würde Rojava keine Unterstützung bekommen. Also von wem denn? Von der Türkei nicht, vom Westen nicht. Es wird verhandelt, es wird auch schon relativ lange verhandelt, auch mit verschiedenen nicht ganz sauberen Verhandlungsmechanismen. Und es wird am Ende eine Art Abkommen geben. Ob es tatsächlich ein schriftlicher Vertrag ist oder nur ein Abkommen, das dann beschlossen wird zwischen den Akteuren, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht den Inhalt. Aber es wird ein Abkommen geben. Heute, morgen, in einigen Wochen, es wird dazu kommen. Weil diese Aufteilung des Landes ist erstmal so stabil. Es gibt also Nordsyrien. Ist da, existiert und das Assad-Regime hat sich gehalten. Und es wird zwischen diesen beiden Akteuren zu einem Abkommen kommen. Und das ist jetzt, also ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass das Regime militärisch gegen Rojava vorgeht. Ich glaube, da haben beide Seiten nicht die, ja, werden das nicht drauf ankommen lassen. Jetzt machen wir nochmal einen Schwenk, der nach sozusagen in die Türkei zurückgeht. Da gab es jetzt gerade die Meldung, dass die Türkei gemeinsam mit dem Iran eine Offensive im iranisch-kurdischen Gebiet oder in dem Grenzgebiet planen würde. War sozusagen heute eine Nachricht, auch so kurz vor den Kommunalwahlen in der Türkei. Wie schätzt du das ein? Könnte es dazu kommen, zu so einer Eskalation auch in den kurdisch-iranischen Gebieten? Wie ist da deine Einschätzung? Also wenn man es historisch sieht, es gab immer wieder diese Abkommen zwischen Türkei und Iran, um sozusagen die kurdischen Kräfte in der Region unter Kontrolle zu halten. Also dass man sozusagen die Grenze gemeinsam kontrolliert, um dafür zu sorgen, dass die Kurden sozusagen keine Rückzugsgebiete haben. Also auch, das kann man sozusagen auch historisch sehen, in den 20er, 30er Jahren gab es so solche Abkommen, 40er, 50er. Also diese Zusammenarbeit zwischen Iran und Türkei ist nicht neu und auch nicht so überraschend. Es kann durchaus so sein, dass das quasi ein Ausweg für Erdogan ist, weil er diese große Offensive gegen Rojava nicht starten kann, weil er nicht andere Dinge nicht tun kann, dass diese gemeinsame Militäroperation in der Grenzregion quasi sein Ausweg ist, um für die türkischen Nationalisten zu sagen, wir tun was gegen die Terroristen, wir führen Krieg. Und dass es sozusagen eine Begrenzoperation bleibt im türkisch-iranischen Grenzgebiet als quasi Ausweg, als Ersatzhandlung, wenn du so willst. Also es waren auch verschiedene andere Dinge im Gespräch, dass zum Beispiel eine Operation gegen Nordirak, also in Nordirak gegen die PKK dort gestartet wird. Es gibt verschiedene Optionen, was man vor der Kommunalwahl machen muss, um die türkischen Nationalisten sozusagen für sich zu gewinnen. Und das könnte eine der klaren Dinge sein. Was passiert, wenn tatsächlich das Regime
wirtschaftlich pleite ist. Also sowas würde es genau führen. Und da war ich auch insofern skeptisch, weil wenn man es jetzt klar macht, dass ein autoritäres Regime, das Krieg führt, in eine Wirtschaftskrise kommt, dann ist ja nicht die übliche Reaktion eines solchen Regimes, sich einen Sündenbock auszusuchen und die ganze Wut und die ganze Frustration und die ganze Aggression auf diese Bevölkerungsgruppe zu richten. Also wenn man sich so ein bisschen in die Weltgeschichte schaut irgendwie und sich ansieht, was so die Vorgeschichte von Genozid ist, dann ist das immer dieser quasi das Rezept. Insofern, dass daraus sozusagen der Impuls auf eine Demokratisierung der Türkei oder auf einen nachhaltigen Frieden kommt, das hätte ich ohnehin nicht geteilt. Oder habe ich auch damals bei Diskussion auch nicht geteilt. Es ist schon so, dass es diese Krise insofern gibt, dass das Regime immer stärker darauf angewiesen ist, dass aus dem Ausland Investitionen in die Türkei erfolgen, dass auch Gelder in die Türkei nach wie vor fließen. Und da ist Deutschland auch ein recht wichtiger Player. Zum Beispiel die Hermes-Botschaften, die Deutschland vergibt für die Türkei, sind auch ein wichtiger Faktor, mit dem man eigentlich auch spielen könnte. Man könnte auch durchaus Druckmittel gegenüber der türkischen Regierung, wenn man sie denn einsetzen wollen würde. Weil diese Hermes-Botschaften dafür sorgen, dass in diesem wirtschaftlich sehr schwierigen Moment Investitionen aus Deutschland nach wie vor in die Türkei erfolgen. Und man könnte diese Investitionen relativ unkompliziert beenden, indem man diese Hermes-Botschaften einfach nicht mehr vergibt. Aber das passiert nach wie vor. Also es fließt nach wie vor relativ viele Gelder. Die türkische Wirtschaft ist nach wie vor in dieser Blase, also in dieser kreditfinanzierten Blase, die sehr viel darauf setzt, Straßen zu bauen, Autobahnen zu bauen, Flughäfen zu bauen, Dinge zu bauen, wo aber unklar ist, ob sich diese Projekte jemals rentieren werden. Also der dritte Flughafen in Istanbul soll demnächst eröffnet werden, aber es ist vollkommen unklar und nach meiner Ansicht auch illusorisch, dass dieser dritte Flughafen Profite abwerfen wird. Das heißt, immer ist das Ding gebaut und dann ist diese Blase noch geplatzt. Also es wird noch eine tiefe Krise kommen, aber ich habe sozusagen keine optimistische Erwartung in dieser Krise. Also die Hermes-Bürgschaften zum Beispiel sind ja für Siemens gerade, sollen die ausgestellt werden zur kompletten Erneuerung des türkischen Schienenverkehrssystems, also Multimilliarden, Bahn 2.0. Des türkischen Schienensystems, wo es also um viele Milliarden geht, die da gebürgt werden. Und der Sturzplan, bitte? Okay, das Ganze ist ein bisschen quasi witzig, weil es gab, es gab halt tatsächlich die Überlegung, wie man Erdogan losgeht, und das irgendwie ist immer ein bisschen schwierig. Aber gut, das ist vielleicht jetzt nicht hier im großen Kreis. Ja. Whatever. Nein. Also das Problem ist halt, dass gerade in solchen schwierigen Zeiten die absurdesten Ideen Raum gewinnen. Also zum Beispiel türkische Liberale irgendwann angefangen haben zu sagen, ja, so ein Putsch kann ja auch was Positives bewirken. Und ähnlich kommt mir diese Überlegung mit der Wirtschaftskrise vor. Dass man auf etwas setzt, wo man eigentlich weiß, dass die Konsequenzen sehr, sehr hart sein werden für Menschen, dass eigentlich viele denkbare Konsequenzen auch sehr schädigend sind für die Menschen, mit der Hoffnung geben, dass man dann so jemand wie Erdogan los wird. Du hast mal insofern einen richtigen Punkt angesprochen, weil natürlich der Erfolg jetzt in Rojava, aber auch der Erfolg zum Beispiel der faktischen Selbstverwaltung in den kurdischen Gebieten der Türkei, also mit HDP im Kontext. Das hat schon immer, das ist schon immer darauf voraus, dass die jeweiligen Staaten, dass die jeweiligen Regime schwach sind. Also Rojava konnte damals entstehen, weil Assad an anderen Fronten beschäftigt war und ein Krieg gegen Rojava nicht riskieren konnte. Auch die Selbstverwaltungsstrukturen in Baku, also in Türkisch-Kurdistan, in den kurdischen Gebieten der Türkei, wie man es auch nennen will, konnten nicht stattfinden, weil das Regime nicht so repressiv vorgehen konnte, wie sie es heute tut. Aufgrund der Friedensverhandlungen, aufgrund von verschiedenen Dingen. Das heißt, es braucht schon eine gewisse Schwächung der Nationalstaaten, damit solche Projekte erfolgreich sein können. Das ist schon richtig. Die Frage ist nur, wäre eine Wirtschaftskrise, würde das dazu führen? Das glaube ich nämlich nicht, weil die autoritäre Antwort auf solche Wirtschaftskrisen immer ist, Sündenböcke zu suchen. Und in der Türkei sind die Armenier als Sündenbock nicht mehr nutzbar, weil man sie fast mal so viel hat,
vor über 100 Jahren. Die Kurden sind noch da, würden sich das dann als Opfergruppe gerade so anbieten. Insofern wäre eine Wirtschaftskrise, glaube ich, da ist nicht so positiv. Wie stabil das Regime ist, welche Kräfte das Regime ablösen können, das sind Debatten, die wir seit mindestens 5-6 Jahren führen. Nachdem eigentlich klar ist für alle, also auch nicht nur für diejenigen, die vorher aus dem linken Rand das gesagt haben, sondern auch quasi von der politischen Mitte, dass das Regime sich durch Wahlen nicht mehr abschaffen lässt. Also auch jemand wie Jan Bündel, der irgendwie immer wieder auf diese Wahlen gesetzt hat, sagt inzwischen, Wahlen in dem heutigen System machen keinen Sinn mehr. So, das ist schon etwas, also selbst wenn jemand so ein Zwangsoptimist sagt, Wahlen bringen nicht mehr, muss man sich das vielleicht auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass im heutigen System die Wahlen des Regimes nicht von der Macht drängen werden. Und dann kommt eben die Frage, was dann? Aber ich glaube, dass die Wirtschaftskrise vielleicht zum Sturz des Regimes führen könnte, aber nicht zu einer Demokratisierung. Wir brauchen tatsächlich eine Idee davon, wohin es gehen kann. Aber diese Idee ist noch nicht entwickelt worden. Also auch die HDP, auf die wir viele Sympathien haben, auch viel Hoffnung setzen, hat diese Idee nicht, wie man das Regime abschaffen kann, überwinden kann. Aber das ist die Aufgabe. Und weil mit Erdogan, mit der AKP wird es weder einen Frieden in der Türkei geben, noch eine Haltung gegenüber den kurdischen Akteuren in der Region, dass Rojava zum Beispiel überlebensfähig wäre. Das ist schon klar. Okay, also das ist eine Umfrage zur russisch-kurdischen Beziehung. Wir gehen nochmal ein Jahr zurück und quasi im Vorfeld des Afrin-Krieges gab es ja diese sehr offensichtliche Drohung oder Erpressung seitens Russlands gegen den Kräften in Rojava gegenüber, zu sagen, wenn ihr euch dem Assad-Regime unterordnet, wenn ihr sozusagen euch wieder integrieren lässt, dann werden wir diese Offensive der Türkei nicht stattfinden lassen. Wir geben dafür kein grünes Licht, weil in Afrin, ohne dass Russland den Luftraum über Afrin freigibt, hätte es diese türkische Offensive nicht geben können. Das heißt, da hat Russland sehr lange sichtbar, erkennbar für alle, also auch öffentlich, das relativ klar gemacht, wenn ihr euch unterordnet, wenn ihr euch dem Regime wieder anschließt, dann wird diese türkische Offensive nicht stattfinden, wir werden uns dagegen stellen. Aber wenn ihr euch nicht unterordnet, dann lassen wir diese Offensive geschehen. Und dann, als die Offensive anfing in den ersten Wochen, gab es tatsächlich noch auch viel Diskussion, das war auch offensichtlich, auch innerhalb der kurdischen Bewegung, auch zwischen verschiedenen Akteuren, ob man sich sozusagen auf diese russische Erpressung einlassen sollte. Also ob man sagen sollte, okay, das Regime darf zumindest die Außengrenzen wieder quasi kontrollieren und sorgt dann dafür, dass die Offensive dann doch aufhört. Das ist es nicht gekommen. Also es gab diesen Stopp der Offensive nicht, sondern Afrin wurde komplett türkisch besetzt. Ob jetzt sozusagen im Fall einer größeren Offensive gegen Rojava ein solcher russischer Schutz bestehen würde, oder ob das dann wieder dazu kommt, dass da eine türkische Offensive stattfinden kann, das kann man nicht ablesen. Aber was man sehr gut erkennen kann, ist, dass Russland diese türkische Bedrohung nutzt, um die Kräfte in Nordsyrien zu Unterordnung zu zwingen. Also das Machtverhältnis, was ich beschrieben habe, also wie viel Zugeständnis kann Rojava, kann Nordsyrien gegenüber dem Regime abbringen, hängt dann davon ab, wie gefährlich man diese türkische Bedrohung einsieht. Wenn man sagt, das ist eine so große Gefahr, wir müssen uns jetzt sofort dem Regime unterordnen, werden natürlich die Zugeständnisse des Regimes relativ klein sein. Wenn aber die Erwartung ist oder die Einschätzung ist, es kommt ohnehin nicht zu einer türkischen Offensive und wir müssen jetzt gar nicht uns direkt unterordnen, dann werden die Verhandlungen länger geführt und dann kann Nordsyrien auch mehr Dinge für sich rausschlagen. Aber es ist tatsächlich so, dass Russland diese türkische Bedrohung ja, als Damoklesschwert schon nutzt. Hat der Iran auch noch sozusagen eigene Interessen, sozusagen die sind ja nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit damit irgendwie Assad verbandelt, sondern die haben ja eigene Interessen. Willst du da nochmal skizzieren, was sind die eigenen Interessen mit diesem, quasi was man so als schiitischer Korridor beschreibt oder so?
Ja, diese Religionsblöcke, das macht ja nicht so viel Sinn, aber Iran hat natürlich bestimmte Interessen in Syrien. Das Wichtigste ist natürlich, dass das Assad-Regime an der Macht bleibt. Aber die iranische Intervention im syrischen Bürgerkrieg spielt sich nicht in Nordsyrien ab, sondern deutlich stärker im Süden. Das heißt, da wo jetzt, also wenn es um Rojava geht, ist der Iran nicht so bedeutend, sondern ist das dann eher im Hintergrund zu sehen. Also als Teil des Blockes Assad-Regime, Iran, Russland. Aber es spielt für Nordsyrien eigentlich keine große Rolle. Das heißt, da kann man eigentlich Iran als eigenständiger Player soweit erstmal nicht so stark beachten. Aber das ist vielleicht nochmal eine Rückbesinnung darauf, was du ja wohl angesprochen hast. Iran ist natürlich einer der Nationalstaaten in der Region, in der auch eine starke kurdische Bevölkerung existiert. Und Iran ist natürlich auch einer der Staaten, die diametral entgegengesetzt ist zum Projekt Rojava, zum Projekt Nordsyrien. Also wir haben sozusagen zwei verschiedene Politikmodelle. Es gibt eine Idee von einer parastaatlichen oder nichtstaatlichen politischen Ordnung, das in Rojava ausprobiert wird, zum Teil auch umgesetzt wird. Und es gibt Nationalstaaten, die was völlig anderes wollen. Und Iran ist einer dieser Nationalstaaten. Und Iran ist natürlich auch prinzipiell gegen ein Projekt wie Rojava. Das heißt, wenn man sozusagen schaut, gibt es Bündnispartner für Rojava, dann ist Iran ganz sicher nicht einer dieser Bündnispartner, sondern wenn es darauf ankommt, sich anzuschauen, welche Kräfte sich in der Region zumindest inhaltlich und prinzipiell gegen Rojava stellen, dann ist Iran einer dieser Staaten. Und ja, also auch im Iran selbst, darüber haben wir eigentlich gerne gesprochen, gibt es auch eine relativ starke inzwischen kurdische Bewegung, die auch dort sich politisch organisiert. Insofern hat der Iran auch kein Interesse daran, dass die kurdischen Kräfte in der Region besonders stark werden. Das ist eigentlich aber ein Interesse, der in der Türkei, in Syrien, in Irak, in Iran geteilt wird. Also in all diesen Staaten haben wir Interesse daran, die kurdischen Akteure in der Region insgesamt schwach zu halten. Ja. Ja, vielleicht würdest du noch was sagen. Es gibt ja Realprojekte, die versuchen, Solidarität zu leisten. Krankenhaus wurde aufgebaut in Kobane. Es gibt ja aber auch den Versuch einer internationalen Unterstützung eines Universitätsaufbaus. Würdest du da vielleicht noch was sagen? Genau, also vielleicht auch ein bisschen dazu, was wir hier tun können und wie wir auch unterstützen können. Ich will jetzt zu Rapportprojekte als Beispiel nennen. Das eine ist natürlich von Medico International die Unterstützung für die Afghan-Flüchtlinge. Medico International sorgt dort für die medizinische Nothilfe in diesem Gebiet. Also es sind 100.000 Menschen, die mussten fliehen. Und jetzt gerade im Winter hat die Nothilfe sehr, sehr viel geleistet schon, damit relativ viele Menschen überleben können. Und diese Arbeit wird auch nicht staatlich unterstützt. Das Board ist spendenbasiert. Also wenn ihr Geld habt, spendet Medico International diese Gelder. Und dann gibt es seitens der kurdischen Akademikerin in Deutschland, also KurdAkad, ein Kooperationsversuch, ein neuer Kooperationsversuch, um aus Deutschland von den Hochschulangehörigen hier den Aufbau und Weiterausbau der Rojava-Universität dort zu stärken. Also es sind diese beiden Akteure, Medico International und KurdAkad. Und da könnt ihr auch sowohl persönlich unterstützen durch eure Arbeit, aber auch einfach durch Geld, durch Spenden. Genau, das sind eigentlich Adressen, an die man sich gut wenden kann. Ich verstehe diese Skepsis durchaus. Ich verstehe auch diese Fragen, dass man sich wundert oder sich fragt, wie in einer Post-Bürgerkriegsgesellschaft mit all den Wunden, die da sind, mit all den Konflikten, die da sind, wie das immer zu einem nachhaltigen Frieden kommt, in der verschiedene Menschen, verschiedene Bevölkerungsgruppen, verschiedene Religionsgruppen zusammenleben können. Ich glaube auch, das ist etwas, was noch 30, 40, 50 Jahre brauchen wird, wenn es denn überhaupt was so kommt. Also wenn überhaupt das, und der hört sich das nicht danach aus. Also wenn das Regime tatsächlich erfolgreich ist, wird das nie zu einem solchen Prozess kommen. Es wird nicht dazu kommen, dass es zu einem demokratischen Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen kommt. Und es wird auch dazu kommen, dass das Regime, wie auch schon zuvor, verschiedene Bevölkerungsgruppen für sich instrumentalisiert. Also die Stärke des Regimes, und das haben viele Oppositionelle leider auch nicht verstanden, ist, dass sie sich als Garant, als Schutzmacht
der kleinen Bevölkerungsgruppen zu inszenieren. Also das ist halt, was dann die Christen, zum Beispiel in Syrien, was viele Christen in Syrien gesagt haben, wenn tatsächlich diese syrisch-arabisch-sunnitische Opposition an die Macht kommt, dann geht uns das deutlich schlechter als unter Assad. Dass die Aleviten gesagt haben, mit Assad sind wir besser dran als mit diesen sunnitischen Extremisten. Dass andere Kräfte gesagt, das ähnlich gesagt haben. Und das war die Stärke des Regimes. Verschiedene Bevölkerungsgruppen aufzuspalten und dann bestimmte Gruppen für sich zu instrumentalisieren. Und wenn Assad an der Macht bleibt, und da sieht das leider aus, wird das auch dieses Spiel fortgesetzt werden. Das ist leider so. Das demokratische Konföderalismusmodell, die Idee hinter Nordsyrien, hätte ein Modell sein können für ganz Syrien. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Also es wird schon sehr viel Kraft bedürfen, überhaupt in Nordsyrien das zu erhalten, was aufgebaut wurde. Aber es hätte tatsächlich ein Modell sein können. Es ist auch für die Türkei das Gleiche. Also auch da ist es so, dass diese Idee des zentralistischen Einheitsstaates, also eine Fahne, ein Staat, eine Religion, das ist auch eigentlich der zentrale Problemfaktor. Und wir werden weder in der Türkei zu einem nachhaltigen Frieden kommen, werden weder in Syrien zu einer Demokratie kommen, wenn man nicht Abkehr macht, wenn man dieses Monismus, also diese Einheitstheorie auflöst. Das ist eine große Aufgabe, aber kleiner geht es leider nicht. Aber danach sieht es nicht aus, sondern es wird so sein, dass diese gesellschaftlichen Wunden nach dem Bürgerkrieg vom Regime genutzt werden, um sozusagen weiter an der Macht zu bleiben. Das Regime wird die Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufspielen. Das ist meine Befürchtung. Die Frage, die ich eigentlich an euch hätte, ist, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, eigentlich wird man mal gefragt auf der Bühne. Wir machen ja schon diese Veranstaltung schon relativ lange. Auch in anderen Kontexten sprechen wir immer wieder über die Situation in Rojava, wir sprechen über die HDP, wir sprechen über die kurdische Bewegung, wir sprechen über die Türkei, über die Demokratiebewegung, über die Frauenbewegung und so weiter und so fort. Die Frage ist aber, wir schauen uns mal ganz viele verschiedene Dinge an, aber was tun wir? Also was tun wir hier? Haben wir die politischen Aktivitäten, die politischen Strategien, um diese Ziele, die wir woanders gerne umgesetzt wollen, hier umzusetzen? Also zu einer stärkeren Demokratisierung, zu einer stärkeren Zusammenleben der verschiedenen Menschen, also zu einem gerechten Zusammenleben hier zu landen. Tun wir genug dafür? Tun wir genug dafür, um die Kräfte, die wir woanders zu Sieg verhelfen wollen, hier unterstützen diese Kräfte hier? Viele Menschen aus Rojava, viele Menschen aus der Türkei sind nach Deutschland geflohen. Viele politische Akteure organisieren sich hier in Deutschland neu. Kennt ihr diese Leute? Sprecht ihr mit ihnen? Unterstützt ihr die? Sorgt ihr eigentlich, also was ist euer Beitrag dafür, dass in Deutschland, in der Türkei, in Rojava Demokratie, Menschenrechte, Frieden eine Chance haben? Diese Frage kann sich jeder stellen. Das ist auch quasi eine Frage auch der Selbstkritik oder auch der Kritik unter uns. Die Referentinnen sind natürlich nicht für den Veranstaltungstitel verantwortlich, sondern wir. Deswegen antworte ich mal drauf. Also uns ging es darum, kenntlich zu machen, vor was für einer Herausforderung Rojava als das Projekt, mit dem wir sozusagen als IL politische Sympathie und Solidarität praktizieren und üben. Und für uns sind beides tatsächlich Bedrohungen dieses kurdischen Projektes. Sozusagen einerseits Eingliederung in das Assad-Regime und andererseits sozusagen militärische Invasion sozusagen durch Erdogan und sein Regime. So, und momentan ist sicherlich für die kurdische Bewegung, das hat Afrin gezeigt, die Invasion der Türkei die noch dramatischere oder noch brisantere, das haben wir ja auch so ein bisschen so diskutiert, Gefährdung für die Existenz. Und was klar ist, sozusagen aus Afrin konnte sich auch die kurdische Bewegung und die kurdischen Menschen, sie konnten sich noch zum Teil zurückziehen in der Schechba-Region, aber auch im Rest von Rojava zum Teil. Aber aus den anderen Kantonen gibt es keinen Rückzug mehr. Es gibt nur dieses Gebiet und das muss verteidigt werden. Ich hatte den Eindruck, wir sind heute in der Diskussion einen relativ breiten Parcours sozusagen zu den geopolitischen Interessen gegangen.
sozusagen so die meisten Länder, die du angesprochen hast, und deren Interessen haben wir versucht, oder sind zumindest skizziert worden. Dass es natürlich auch eine geopolitische Strategie gibt, die sozusagen, ob die USA jetzt nun der Akteur ist, der das gerade so strategisch sozusagen plant, oder jedenfalls der Präsident, ob der das gerade so plant, sei mal dahingestellt. Die Auseinandersetzung, die es gibt, vielleicht sozusagen sprichst du die an mit der Kündigung des INF-Abkommens, des Abkommens zur Reduzierung von Mittelstreckenraketen. Das ist sicherlich ein Problem, vor dem wir gesellschaftlich stehen, aber wir haben als Aktivisten gelernt, wir müssen die Themen immer reduzieren oder einschränken, damit man sie diskutieren kann. Und ich weiß nicht, wie viele von euch zum Thema ist der Weltkrieg und Frieden in Gefahr gekommen werden heute Abend. Es wäre für uns zu breit gewesen. Aber die Probleme, die du ansprichst, dass wir natürlich vor einer globalen Auseinandersetzung stehen, vor Konfliktlinien stehen, die Bedrohungssituationen schaffen, die auch neue Herausforderungen für eine neue Friedensbewegung sein könnten oder sind. Glaube ich, da sind wir einig, da sind wir am Diskutieren. Als IL haben wir sozusagen eher die Perspektive Solidarität mit den Leuten vor Ort, die da was ausprobieren, versuchen, ein Projekt zu verwirklichen in Rojava. Und auf der anderen Seite sozusagen haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich mit deutschen Waffenexporten und so weiter auseinandersetzt und versucht, an diesem kleinen Hebel sozusagen anzusetzen, nämlich dort, getreu der guten alten Devise, der Hauptfeind steht im eigenen Land, hier in Deutschland anzugucken, wer ist hier eigentlich für ökonomische Stabilisierung von Erdogan zuständig, wer liefert die Waffen, die Panzer, die Leopardpanzer, die in Afrin rumstehen, die auf dem Marktplatz von Afrin fotografiert wurden. Das sind sozusagen die Punkte, an denen wir ansetzen wollen als IL, um auch eine Friedensbewegung voranzubringen und alternative Konzepte zu pushen. Das ist unser Hebel, sozusagen den ganz großen Horizont. Der wird vielleicht nicht immer mitgesprochen, manchmal auch nicht mitgedacht, aber we're working on it. Ganz praktisch mobilisieren wir auch am Montagmorgen um zur zauberhaften 8 Uhr Zeit, da könnt ihr alle noch, um eine Protestkundgebung zu machen, nämlich in Solidarität mit den Aktivisten, den Antimilitaristen, den beiden, die letztes Jahr bei unseren Protesten gegen die Jahreshauptversammlung von Rheinmetall festgenommen wurden von der Polizei und jetzt, weil sie an Transparenz sozusagen hochgehalten haben. Diese Aktionärsversammlung war damals am 8. Mai, glaube ich, am Tag der Befreiung, und sozusagen hat kritisiert, dass die deutschen Waffenlieferungen sozusagen dort Panzer hinliefern und auch das kurdische Projekt direkt angreifen. Die wurden dann in einer handgreiflichen Aktion von der Polizei festgenommen und haben jetzt Strafbefehle über 10 und 5, also insgesamt 15.000 Euro bekommen, wo wir sie sozusagen vor Gericht unterstützen wollen. Also wenn ihr Montagmorgen euch schön wetterfeste Kleidung einpackt, 8 bis 10 Uhr, super, danach kann man noch was arbeiten, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns da auf die Straßen geht, um das sozusagen nicht nur hier in den geschlossenen Seelen zum Ausdruck zu bringen. Und wir planen auch jetzt schon Proteste gegen die Jahreshauptversammlung von Rheinmetall, die am 28. Mai wieder in Berlin stattfinden wird. Da versuchen wir euch über die einschlägigen Kanäle abzudaten. Es wird da auf jeden Fall weiterhin Proteste geben.